So, liebe Freunde, weiter geht's mit dem großen Buddeln hier in der Wüste an unserem künftigen Schlachtfeld. Hört sich eigentlich immer so bösartig an. Das friedliche Minecraft-Spiel, idyllisch von oben bis unten, kennt keinen Krieg, weißt du? Schlachtfeld, Wolfie baut ein Schlachtfeld. Alles klar, mit Panzern und Granaten, weißt du? Die Schaufeln sind eh dahin. Also, das ist die letzte jetzt gerade hier. Und dann müssen wir hier eh erstmal wieder unsere Zelte abbrechen und uns anderen Sachen widmen. Aber wir können ja dann mit dem Sand, den wir haben, hier links und rechts immer noch so ein bisschen auffüllen, dass es dann auch wirklich eine Ebene wird. Hier unten, das muss dann alles aufgefüllt werden, hier ringsrum. Ich meine, so viel ist es dann auch gar nicht mehr. Vielleicht kommen wir noch ein Stückchen. Naja, ich meine, gut, es ist dann auch wieder fast 23 Uhr. Ich meine, aufgrund der Verhältnismäßigkeit, dass dann in 6 Stunden mein Wecker klingelt. Sollte ich das wirklich nicht mehr so in die Länge ziehen, aber wie er mich kennt, wieder so heftig am Suchten, dass wir sagen, ach scheiß drauf, Schlaf wird überbewertet. Das Ding ist bloß, morgen kann ich keinen Mittagsschlaf machen, weil wir mit Davidovic aufs Ultramatreffen noch fahren wollen. Eieieiei. Creepy. Bereue ich wieder noch morgen. Spätestens morgen Mittag bereue ich das. Oh naja. Ihr kennt mich ja. Ihr kennt mich ja und mein Lifestyle nur inzwischen. Und das ist ja absolut förderlich. Dieser Mensch wird ganz bestimmt 60 Jahre alt. Aber auch nicht älter. Oh Gott. Das ist so leichtsinnig alles. So, jetzt werden wir mal gucken. Das ist doch noch ein ganz schönes Stückchen, was wir hier wegarbeiten müssen. Toll. Naja, ich mache erstmal hier weiter. Bis die Schaufel hin ist. Und dann können wir den übrigen Sand da unten gleich wieder reinschütten. Dann nehmen wir zumindest nichts mit. Wir müssen also nicht unser Inventar zumüllen hier. Und unsere Kisten vor allen Dingen im Lager. Die Schaufel jetzt gleich erlebt. Ich meine, ich könnte dann noch ein paar neue holen, aber vielleicht machen wir dann auch wieder was anderes oder hören halt wirklich auf. Weil jetzt nochmal zurücklaufen, neue Schaufel holen. Hat sich eh gleich erledigt, das war's. So, da buddel ich mir wenigstens das hier noch mit der Hand weg. Und ja, schütt dann unten noch ein bisschen so auf, soweit wie es geht. Okay. So, das heißt, hier kommt dann der Sand wieder rein. Damit das halt, wie gesagt, alles ein gerades Feld wird. Mir ging es darum, dass ich hier zu oft rumgestolpert bin bei der letzten Monster-Session. Und demzufolge dann das Ganze auch verkackt habe. Und vom Enderman geschlachtet wurde. Das ist halt auch, ich weiß nicht, ob das an irgendwas liegt, das hier. Wenn ich hier auf Easy spiele, dann attackieren die mich ja wirklich, als ob ich im Hardcore-Modus wäre. Und das ist das, was mich tatsächlich ein bisschen wundert. Wenn ich mir manchmal so beim Davidovic die Monster Sessions angucke, die wirken da eigentlich ganz harmlos. Im Vergleich zu meinen Aktionen hier, die ich da gerissen habe. Also ich wurde ja da direkt immer gleich sofort von allen Seiten bombardiert und war kurz vorm Krepieren. Deswegen muss ich mir das hier schon ein bisschen mit Plan vorbereiten, diese ganze Aktion hier mal früher oder später. Und nicht da einfach nur drauf los rennen mit irgendeinem stumpfen Schwert. Deswegen wird das hier alles plan gemacht. Alles gerade. Alles eben. Und spätestens, wenn das dann alles erledigt ist, können wir dann wieder mal eine Session machen. Denke ich. Probieren. Probehalber. Wenn sonst zu viel wird, können wir immer noch schnell auf Friedrich, genau, Friedrich Schiller. Auf friedlich umstellen, meine ich.
Aber wir haben ja noch genug Sand. Da können wir ja genug aufschütten. Weißt du, was ich mal kurz mache? Achtung. Zack. Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, es stürzt jetzt alles ein. Ah, jetzt. Sehr schön. Sparen wir uns wieder Arbeit. Können wir hier den Tümpel nämlich auch noch füllen. Einfach mal das Wasser zuschütten und durch Sand ersetzen. Wer braucht schon Wasser? Bisschen überspitzt formuliert, weil Wasser haben wir ja genug. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie gleich wieder Greenpeace einschaltet und sowas. Die Kinder in Afrika hätten sich gefreut. Ja, alles klar. Auch bei Minecraft. Sicher. Ihr wisst, dass das nur ein Spiel ist und ihr wisst, dass ich schwarzen Humor habe. Also regt euch nicht auf. Schnauze. Ja, ja. Der Wolfi. Je später der Abend, umso durchgeknallter wird er. Aber ist er wirklich so durchgeknallt, wie alle denken? Man weiß es nicht. Hauptsächlich ist er eigentlich verkalkt. Das haben jetzt auch inzwischen alle mitgekriegt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie vergesslich sind sie? 12. Nein, ich meinte von 1 bis 10. Was von 1 bis 10? Na, die Skala, welche Skala? Na, wie vergesslich sie sind. Achso, 12. Ja. Ich glaube, der ging anders. Aber wenn man mal schnell was wiedergeben will, da ist es grundsätzlich falsch, ne? Kennt er ja. Aber mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht. Wie schlecht ist es denn? Wie schlecht ist was? Ihr kennt das ja. Oh Mann, das ist aber heute auch wieder low. Flachwitz-Challenge draus machen hier. So, na, das ist dann auch, das ist jetzt wieder die Phase, wo einem die Themen ausgehen, wo man nicht mehr weiß, über was man plappern soll. Deswegen schütte ich jetzt hier schnellstens den Sand auf und verziehe mich dann wieder zurück in meine Gefilde. Ich mache das jetzt mal wirklich auf die ganz schnelle Weise hier. Können wir uns ja erlauben. Wir müssen eher eins hoch noch. Ist das auch egal, wenn hier der ein oder andere Block noch oben drüber droppt. So, so. Sind wir nämlich hier doch relativ schnell fertig. Ich meine, gut, wir haben noch genug Sand dabei, so ist es ja noch nicht, aber der ist dann auch relativ schnell verarbeitet, wenn wir überlegen, wie viel Fläche wir hier noch zuschütten müssen, aber eben auch abtragen müssen. Mal schauen. Also eine Folge hängen wir auf jeden Fall noch dran, das ist klar. Dann ist es 23:10. Ja, ja. Passt schon. Also 5 Stunden Schlaf würde notfalls auch noch gehen. Aber viel weniger würde ich dann tatsächlich nicht wollen. Weil jetzt noch nicht weiß, wie lange ich arbeiten muss. Wenn wir Nachmittag aufs Oldtimer treffen wollen, will ich schon halbwegs fit sein. So wollen wir auch nochmal 50 Kilometer fahren müssen bis dahin. Ist jetzt auch nicht gerade ein Katzensprung. Aber wir waren da so viele Jahre nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war 2012 oder so. Boah, echt schon wieder lange her. Kann ja bleiben. So. Wer so sagt, hat Reserven oder weiß nicht weiter. Ja, eins von beiden kann man sich wahrscheinlich aussuchen. Ich weiß wahrscheinlich nicht weiter mit meinen Reserven. So wird's sein. Bullshit, laber ich jetzt zusammen. Ich glaube, ich halte die Fresse, ist besser. Folge ist eh gleich vorbei. So, machen wir das hier noch schnell und dann ist auch schon wieder gut. Okay, bis gleich.